kein Keller. Keller? Aha, Schlüssel verwenden. Huch. Okay. Der ist frisch. Und wer hätte es gedacht, wir sind mal wieder überladen. Ja, also hier hat es dann doch ein paar mehr. Ne, dann lasse ich drin. Das verdirbt ja sonst nur. Was haben wir denn jetzt hier noch, was wir noch machen können? So, das können wir nochmal reparieren hier schnell. Aber ansonsten... auch nur sonderbares Fleisch drin. Baseballschläger, Trennmesser. Ja, egal. Es geht wieder nach oben. So viel zum Keller. Was, wo ist er? Und Sie hören Radio Enklave. Ja. Die Stimme der Wärme und Vernunft. Da ist er. In dieser kalten, heftigen Welt. So, dann wollen wir doch mal sehen, wo wir jetzt hier weiterkommen. Ich würde fast mal behaupten, wir müssen vorher noch abkippen gehen. Zu Hause. Weil das letzte Mal, wie ich nämlich Operation Anchorage gemacht habe, also in meinem, sagen wir mal, Privatspielstand, war ich am Ende nachher so mit den Waffen überladen, die man da quasi als Belohnung kriegt, dass ich die Hälfte da lassen musste. Was nicht schön ist, weil man, glaube ich, nur eine Chance hat, in dieses Waffenlager reinzukommen. Ob wir dieses Trennmesser schon an unserer Wand hatten. Ah, das werden wir jetzt gleich sehen. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Kettenschwert aus Warhammer, würde ich sagen. Beziehungsweise Warhammer 40k sind die Dinger, ja. Ich glaube, das fehlt uns sogar noch. Trennmesser? Trennmesser. Powerhandschuh. Okay. Und Trennmesser. Verdammt, sind wir gut. Oh, da kommt was über uns. Aber das hier schlägt alles. Meine Kontakte berichten mir von einer höchst gefährlichen Mission, bei der es darum ging, eine Trommelwirbel-Violine wieder zu beschaffen. Oh, und zwar nicht irgendeine. Was hast du gegen unsere Violine? Oh, nein, Leute, wir reden hier von einer Stradivari. Das ist sozusagen der Rolls-Royce unter den Fiedeln. Ich glaube, wir haben alle Nahkampfwaffen. Etwas lückenhaft, wie das im Ödland halt so ist. Agatha, wir lieben dich. Spiel weiter, Schwester. Was dich angeht, Mordkumpel, dank dir ist das graue Ödland wieder etwas bunter geworden. Okay. Oder? Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr Three Dog. So, jetzt müssen wir noch kurz in die Küche und das Bier da ablegen. Ansonsten schleppen wir nämlich 17 Flaschen Bier mit rum. Sprich 17 Kilo. Das ist etwas sehr viel. Etwas Musik. Hier kommt Bob Crosby und er singt über Getränke ein. Und öffnen. Gegenstände, Waffen, Kleidung, Hilfe. Coca-Cola Quantum. Die behalten wir erstmal dabei. Die packen wir. So, da packen wir jetzt rein. Ich würde sagen, das, was ich jetzt gerade nicht finde. Hilfe. Genau, Hilfe. Nur Coca-Cola Quantum. Die kommt da jedenfalls erstmal rein. Ja, gut, dann werden wir hier noch. Lebensmittel einsortieren und Lebensmittel einsortieren. Und dann müssten wir eigentlich schon. Oh, das wird ja mal besser. So, die Sachen können wir dabei lassen. Das passt alles. Grognet der Barbar werden wir noch kurz lesen. Gut. Und dann würde ich sagen, geht das jetzt gleich mal los. Wo ist meine Wumse? Ich brauche eine Wumse. Nein, das ist die falsche Wumse. Die Wumse brauche ich. Gut. Ich habe ja kaum noch Schuss für das Mumbelding hier. Das ist ja bald fürchterlich. Mache ich mir jetzt noch Schuss? Mache ich mir jetzt. Ich mache mal noch ein paar Schuss. Ah, Leute, wir kommen hier echt nicht los heute. Das ist der Hammer. Wir schaffen gar nichts mal wieder.
Woran das nun wieder liegt? Bestimmt nicht, weil ich verplant bin ohne Ende. Wir hatten doch Altmetall da. 26 Kilo Altmetall. Huch. Und da machen wir uns jetzt mal etwas. Nein, wir. Hörst du auf? Alter. Nein, doch nicht das Hideout-Terminal. Verdammt, ich muss doch die. Genau, die muss ich aufmachen. Gegenstände, Waffen, Kleidung, Hilfe, sonstiges. Altmetall. Wir packen mal rein. 10 Altmetall. Und aktivieren doch mal die Munitionspresse. Produktion von Standardmunition. Und wir brauchen 5,56 mm Munition. Und sie ist fertig. 100 Schuss lang erstmal. Und dann sortieren wir die ganzen Blödsinn hier erstmal wieder ein. Material einsortieren. So. Jetzt sollten wir eigentlich... Oh, das wird hier immer besser. Jetzt haben wir fast 200 Kilo frei. Oder 200 Pfund oder was auch immer das ist. Jedenfalls 200 Gewichtseinheiten. Auf nach Operation Anchorage, nachdem ich hier noch mit dem Müll einsortiert habe. Okay. Und da sind wir auch schon. Nein, wir wollen hier raus. Okay, dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen. Aber vorher müssen wir noch einmal zwischenspeichern. Ich weiß, ich habe gerade eben schon gespeichert, als ich raus bin. Jetzt werden wir nach Endale. Und von da aus müssen wir weiter nach Osten. So, rausfinden, wo Osten ist. Da ist Osten. Und dann geht das hier erstmal weiter. Wir werden noch einen kleinen Zwischenstopp beim Yuka-Cola-Werk machen. Das liegt ja auch auf dem Weg. Den Waypoint werden wir mitnehmen. Und ich meine, da gab es noch irgendwas zu finden. Ich weiß nicht was. Wahrscheinlich jede Menge Yuka-Cola-Quanto-Worms. Hier, da geht's runter. Wo geht das denn hier über die Brücke? Da ist eine Brücke. Wie ich die Brücken hier kenne, sind die garantiert auch wieder vermint ohne Ende. Machen die ganz gerne mal, die Schweine. Die liegen auf dem Mittelstreifen, sodass man die Minen nicht sieht. Hier liegen wir aber ganz gerne Minen, wenn man über Brücken rennt. Ist doof. Da latscht man gerne mal drauf. Und ich kenne mich, wenn ich... Da ballert doch einer. Wer ballert? Hallo? Da ballert. Ach, der ist das. Du warst das, du Sau. Fall doch den Berg runter. Packen wir alles ein. So, dieses Dreieck, wo wir jetzt drauf zulaufen, das müsste das Yuka-Cola-Werk sein. Da mussten wir doch hin wegen irgendeiner Quest, wenn ich jetzt noch richtig informiert bin, für diese Yuka-Cola. Na, man könnte sie schon fast als Verrückte bezeichnen, aber das tun wir ja nicht. Na gut, tun wir doch. Au! Da ballert doch schon wieder einer. Halt, wo bist du? So. Was wollen die alle von mir hier? Geht doch alle weg. Ich glaube, die 100 Schuss reichen doch nicht. Uah, da kommt Mama. Stirb! Noch einer? Nein, keiner. Einpacken. Die Giftdrüsen waren für irgendwas gut, was wir letztes Mal gefunden haben und ich jetzt schon wieder vergessen habe, was es war. Das ist immer äußerst praktisch mit mir. Ich muss mir noch mehr Sachen notieren. Einmal am Bart kratzen. So. Ja, so viel zu den 100 Schuss, die erstmal reichen. Davon sind das noch 22 über, plus ein volles Magazin. Das ist ja wieder Wahnsinn, was wir hier geleistet haben. Und hier haben wir eine Tüte nichts. Ha, von wegen eine Tüte nichts. Eine Yuka-Cola Quantum. Und jede Menge Yuka-Colas.
Ach ja, da fällt einem immer wieder dieser Jingle ein. Always Nuka-Cola. Altmetall. Wunderbar. Halt, das nehmen wir alles mit. Was da? Bleirohr und Kamera. Naja, Altmetall. Ich weiß nicht, ob wir schon eine Kamera haben, aber ich meine, die ist Müll. Komme ich hier rein? Nein, da komme ich nicht rein. Da komme ich auch nicht rein. Wo geht das denn hier rein? Die haben aber schicke Nuka-Cola-Trucks hier. Ja, das ist eindeutig die alte Abfüllanlage. Oh, ich höre doch hier schon wieder irgendwen. Wo ist die Sau? Einer ist, da ist noch mehr. Oh! Wo ist die Sau? Da ist die Sau. Auch eine andere Flinte. Wo ist die? Da ist sie. Bleib doch mal stehen. Krieg dich, du Sau. Jetzt geht gleich der Bus hoch. Glaube ich. Ja, jetzt. Ah! Ja, viel zu spät. Und den Raider hätten wir auch erlegt. Das Ding hätte hochgehen müssen, wo er daneben stand. Hä, im Himmel. Kennen die denn alle gar kein Timing hier? Ich merke schon, wir basteln uns hier schon wieder alles dicht. Wir haben gleich keine Chance mehr, irgendwas hier noch mitzunehmen. Das Messer nehmen wir auch mit. So, da müssen wir gleich jedenfalls weiter. Wo komme ich denn jetzt hier in diese Nuka? Ah, da haben wir den Eingang. Fabriketage. Sehr schön. Ein Warnlicht. Zumindest das geht noch nach 200 Jahren. Lieferverzeichnisse für Nuka-Cola Quantumbergen. Sehr schön. Das war die Quest also. Wo geht's denn hier hin? Verdammt, ich bin wieder viel zu hektisch, was diese Schlösser angeht hier. Au, Mann. Ich war auch schon mal besser beim Schlösser knacken, verdammt. Aha, da geht's rein. Eindringling entdeckt. Protokoll KL-0. Nuka-Cola Sicherheitspersonal, das. Bis der aufgehört hat zu reden, habe ich den schon dreimal erlegt. So, noch einer, der was zu sagen hat hier. Was? Gebiet gesichert? Vor wem? Von mir? Nee. Das musst du träumen. Brauch jetzt was mit Bums, Fallera. Gesetze treu Bürger gibt's hier nicht mehr. Jetzt bin ich da. Muhaha. Geht's denn hier weiter? Da unten geht's weiter. Nehmen wir mal die Abkürzung. Klatsch. So. Hallo? Einer da? Da ist einer. Ha! Gesichtet. Hier ist noch irgendwo eine. Ich sehe dich doch. Ich fühle, dass du bar bist. Dass du da bist. Mit meiner gottgleichen Jedi-Power. Das wäre auch nochmal ein netter Perk hier. Jedi-Power. Was ist das hier überhaupt?